Frankfurt, Innenarchitektur. Hallo? Wer ist da? Wer ist da? Der Lauscher von Donovan O'Malley. Regie Hans Rosenhauer. Verdammt nochmal! Haben Sie keine Augen im Kopf? Sie haben mich um mein Haar gerammt. Das gibt doch nicht, ein Autotelefon. Ein Autotelefon. Sowieso schon gefährlich, die Dinger. Ich bin doch bei solchem Verkehr. Meinen Sie, ich habe Lust, hier zu krepieren? Legen Sie das Scheißding aus der Hand. Wenigstens solange Sie hier rumputzieren. Robert, bist du noch dran? Was war denn das für ein Zirkus? Ich bin fast auf einen draufgefahren, weil ich über mein süßes kleines Autotelefon mit dir gesprochen habe und nicht aufgepasst habe. Was du alles machst mit mir. Und wann mache ich das nächste Mal wieder was mit dir? Mittwoch. Da verreist er. Oh, Annie, das ist eine ganze Woche. Verdammt! Ach, beinahe nochmal. Wir müssen aufhören, Liebling. Fahren und telefonieren, das geht nicht. Ist so viel Verkehr. Warte, wann bist du zurück? Spät. Ich muss die Vorhangstoffe besprechen und die Farben für die Wände. Und das Haus, das ist 70 Meilen auf der anderen Seite der Stadt. Pass auf, ich rufe James an und sag ihm, es ist zu weit weg. Ich übernachte dort. Können wir uns auf halbem Weg treffen? Ja gut, prima. Also ich rufe dich später nochmal an. Was ist? Zu viel Verkehr. Du Liebling, ich rufe dich an, wenn ich mehr weiß, okay? Ciao. Ciao. Renfort in Architektur, ein Mann von Amazon. Ach, hallo Mutter. Alles in Ordnung, Liebling? Ja, natürlich. Wieso denn? Das weißt du ganz genau. Rate mal, wohin ich fahre. Wollen wir ernsthaft reden oder nicht? Ja, willst du nicht wissen, wohin ich fahre? Ist eine ganz große Sache. Nein. Ich höre. Zum Delaney-Haus. Ich habe den Auftrag tatsächlich bekommen. Ist nur leider am Ende der Welt. Freust du dich denn nicht, Mutter? Bald bin ich total unabhängig. Wozu? Wenn man so verwöhnt wird wie du von James. Ich will aber nicht verwöhnt werden. Ich will mich selbst verwöhnen. Deine ganze Einstellung ist sehr unglücklich, Anne. Ihr seid beide verheiratet, Robert und du. Nur nicht miteinander. Und Mary ist ein reizendes häusliches Geschöpf. Sie kann Robert nicht ausstehen, Mutter. Das hat sie mir selbst gesagt. Ich wiederhole. Ein reizendes häusliches Geschöpf. Und du bist dabei, ihre Ehe zu ruinieren. Und du bist schließlich mit James verheiratet. Mutter, es ist mir nur allzu klar, mit wem ich verheiratet bin. Und ich habe keine Lust, mit dir darüber zu streiten. Und außerdem weiß James Bescheid. Nein, weiß er nicht. Dann nicht mehr lange. Ich werde ihn anrufen, so wie ich aufgelegt habe. Daraus wird nichts. Er spielt heute Vormittag Tennis. Dann eben, wenn er fertig ist mit Tennisspielen. Mutter, das wirst du nicht tun. Da kennst du mich aber schlecht. Das ist meine Sache. Misch dich nicht ein, Mutter, bitte. James hat es einfach nicht verdient, so behandelt zu werden. Du bist nicht mit ihm verheiratet, Mutter. Du weißt nicht, was da sonst noch alles mitspielt. Ich weiß, was Recht und was Unrecht ist. Gib mir Zeit, bitte. Ich brauche einfach Zeit. Wie viel? Eine Woche. Nun gut. Eine Woche. Und jetzt erzähl mir vom Delaney-Haus. Klingt aufregend. Hallo? Lena, ruf die Polizei an. Ich werde verfolgt von einem Kerl in einem roten Mercedes. Sieht er gut aus. Ach, kriminell. Was soll ich machen? Langsam mal fahren. Wo bist du denn, meine Engel? Ach, irgendwo da auf dem Land. Du, ich hab den Delaney-Job bekommen. Beifall bitte. Bravo, gratuliere. Lena? Ja, mein Schatz? Bin ich im Unrecht? Wegen Robert? Uh-huh. Du hast dir ja weiß Gott Mühe mit James gegeben, oder? Ja, ich glaub schon. James betrügt dich, wo er kann. Du hast lange genug die Augen zugemacht und dir Mühe gegeben mit ihm, weiß Gott. Ach, ich hab's satt, mir Mühe zu geben. Aber ich fühle mich so komisch, so schuldig.
Aber ich liebe Robert. Und er liebt dich und das ist es, was zählt. Du verdienst es, dass du zur Abwechslung mal glücklich bist. James ist ein lausiger Kerl. Das weißt du genau und ich weiß es auch. Es ist höchste Zeit, dass er die Quittung kriegt. Ah, du, wir müssen Schluss machen. Das Licht blinkt. Jemand versucht, dich zu erreichen. Ciao. Ciao, Schatz. Reinfort in Architektur. Ein Reinfort am Apparat. Ich bin's, Liebling. Wie war das Tennis? Gut. Und wer hat gewonnen? Ich. Bravo. Nicht zu diesem Felder. Hoffentlich habe ich mich nicht verfahren. Wo bist du denn? Am ADW. Und wo ist das? Hör mal, James, es ist möglich, dass ich irgendwo übernachten muss. Du weißt, nachts fahren, das kann ich nicht ausstehen. Noch dazu bei dem Wetter. Es schüttet so pausenlos. Wenn das Ganze nur nicht so weit weg wäre, aber es ist eine einmalige Chance. Und wenn ich das hinkriege, dann habe ich es geschafft. Es stört dich doch nicht, wenn ich heute Abend nicht nach Hause komme. Oder? Natürlich nicht. Wo ist denn das alles? 70, also mindestens 70 Meilen von mir. Oh mein Gott, der Idiot, der hätte mich um ein Haar gerammt. Wo willst du übernachten, hast du gesagt? Ich hab doch nichts gesagt. Ich meine, ich weiß es noch nicht. Aber wir hören jetzt besser auf, bevor mich der Idiot da umbringt. Der kurft vor mir herum wie ein Verrückter. Ich glaube, der ist betrunken. Ich mache jetzt Schluss, ja? Hallo? Bist du allein? Liebling, alles in Ordnung. James hat gerade angerufen. Und? Ja, wir treffen uns irgendwo und verbringen die Nacht zusammen. Wie hört sich das an? Sekunde. So, Nebel verzogen. Und wo wird die Nacht verbracht? Was macht denn der Kerl? Verdammt nochmal, ist wohl lebensmüde. Was ist denn los? Ich weiß auch nicht, vor mir tobt einer herum, ein Verrückter. Mein Gott, ich wäre fast auf ihn draufgefahren. Was ist los? Er steigt immer wieder auf die Bremse, der Kerl. Der muss betrunken sein. Halt doch einfach mehr Abstand. Jetzt ist er Gott sei Dank abgebrochen. Du Mutter hat mal wieder damit gedroht, dass sie James alles sagt. Ich habe ihn noch eine Woche abgehandelt. Du, wir müssen aufhören, Liebling. Jemand will mich erreichen. Die Lampe blinkt. Ciao. Ciao. Reinfort in Architektur. Hallo. Wer ist da? Wer ist da? Ich glaube, Sie sind falsch verbunden. Bei was für einer Nummer bin ich gelandet? Welche Nummer wollten Sie denn? Also, Moment mal. Na, jedenfalls nicht meine, wie es scheint. Oh Gott. Gleich werde ich weggespült. Reinfort in Architektur. Anne? Ja, Mutter? Du musst Robert aufgeben, und zwar sofort. Nicht nächste Woche, nicht morgen, sondern jetzt. Auf der Stelle. Mutter, bitte. Ich stecke hier mitten im Gewitter und irgendein Betrunkener scheint wild entschlossen, mich in den Graben zu drängen. Keinen Grund, seinen Ehemann zu betrügen. Mutter, wieso musst du mir jetzt damit kommen? Du weißt doch seit Wochen von der Geschichte. Und seitdem macht sie mir schwer zu schaffen, Anne. Und das weißt du auch. Ach, hätte ich dir doch bloß nichts gesagt davon. Hast du gar nicht. Ich bin selbst dahinter gekommen. Ach, weil du dauernd herumschnüffelst. Was? Mutter, als ich klein war, da hast du mir eingebläut, man soll nicht herumschnüffeln oder anderen zuhören, wenn einem was nichts angeht. Das hier ist was anderes. Mutter, ich kann mich jetzt nicht darüber unterhalten. Ich werde James sofort anrufen, wenn er vom Tennis ins Büro kommt. Mutter, du hast gesagt, ich habe noch eine Woche Zeit, das Ganze zu klären. Du hast es versprochen, Mutter. Also gut, eine Woche, aber keinen halben Tag länger. Dass meine Tochter zu einer Ehezerstörerin wird, das lasse ich nicht zu. Mutter sagt, sie lässt es nicht zu, dass ich zu einer Ehezerstörerin werde. Sie bleibt dran, Schatz. Heidi hat ihre Milch verschüttet. Meine ganze Kreativität. Und die brauche ich dringend. Geh zum Teufel, wenn sie mich eine Ehezerstörerin nennt. Lena! Hörst du mich, Lena?
Ja, schon da. Heidi hat ihre Milch verschüttet. Also du bist eine Ehezerstörerin. Ich bin erstens, Gott weiß wo, unterwegs zu einer Besprechung, die entscheidend sein könnte für meine berufliche Zukunft. Zweitens bin ich nichts als ein Stück Eigentum für einen Ehemann, den meine Arbeit und so weiter einen Dreck interessiert. Drittens bin ich groggy, teils von Schuldgefühlen, teils von der aufwühlenden Erfahrung, zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben zu lieben. Und viertens bin ich also laut Mutter eine Ehezerstörerin. Irgendein Vorschlag für fünftens? Was ist mit dem Kerl im roten Mercedes? Ach, Lena, auch wenn ich dich nicht hätte. Anne, ich wusste, Heidi, sie hat schon wieder ihre Milch verschüttet. Ich vermisse dich und ich liebe dich und vielleicht werde ich gleich weggespült. Erschüttet. Wow. Bei euch auch? Ach, noch nicht. Wo bist du? Ach, wenn ich das nur wüsste. Ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Du fehlst mir. Wo treffen wir uns heute Abend? Kommst du los? Ja, was außerhalb zu tun, wie du. Gut. Also, wo? Vorhin habe ich im Vorbeifahren was entdeckt. Die Einsiedelei. Ach, da wollen wir uns einsiedeln. Da wollen wir uns einsiedeln. Und wann? Oh, bleib mal dran. Ich mal. Okay. Sie ist wieder weg. Eine Freundin von Mary. Große Schnüfflerin. Ach, die kann sich mit Mutter zusammentun. Sie hat mich schon wieder angerufen, mir gedroht. Ja, hast du es hingebogen? Naja, scheint so. Jetzt bin ich eine Ehezerstörerin. Oh, da ist doch nichts mehr zu zerstören. Das weißt du selbst gut genug. Also wann? Na, ich müsste ungefähr die Hälfte des Wegs geschafft haben. Und die Straße scheint okay zu sein. Mhm. Also wenn sie nicht bald weggespült ist. Sagen wir eine Stunde mit meiner Auftraggeberin? Naja, das Haus ist riesig. Also sagen wir lieber eine Stunde bis hin, dann zwei Stunden mit ihr. Nochmal eine Stunde zurück und dann wird's eingesehen. Wie hört sich das an? Du, bist du sicher, dass James nicht irgendwas ahnt? Ich glaube nicht. Und wenn schon, er betrügt mich doch seit unserer Hochzeit. Also, vergessen wir James und denken nur an uns und dass wir eine ganze Nacht haben. Legst du mich in den Schlaf? Und in den nächsten Morgen. Und ich werde... Schönartig sein. Noch sind wir nicht verheiratet. Werden wir das jemals sein? Was, Liebling? Verheiratet. Ach, verdammt, schon wieder dieser Idiot. Der ist auf mich abgesehen. Ben! Ben! Oh. Was ist das hier? Oh. Ben! Oh. Oh. Ben! Oh. Oh. Robert? Bist du okay? Robert? Ja, bist Robert? Du okay? Ich glaube, ich... Au! Was au? Au! Ich glaube, ich habe mir einen Fingernagel gebrochen. Sag doch endlich, was los ist. Moment, da ist jemand. Robert. Da bin ich wieder. Also, was ist passiert? Dieser Knallkopf fing wieder an, vor mir herumzuschlingern. Ich konnte seitlich nicht richtig sehen. Ich glaub, der hat mich absichtlich geschnitten. Es gießt und schifft. Und bist du in Ordnung? Robert. Bist du... Ach, wenn es in Ordnung ist, bei strömendem Regen im Straßengraben zu hocken, dann bin ich... Ja, ich bin in Ordnung. Kommst du wieder raus aus deinem Graben? Das ist nicht mein Graben. Kommst du wieder raus? Ach, keine Ahnung. Ich bin hier gerade erst reingekommen. Also dann versuch es. Was? Aus dem verfluchten Graben rauszukommen. Oh, ich werde mich verspäten und das hasse ich. Mrs. Delaney wird wütend sein und der Job geht in die Binsen. Anne, sprich den Wagen an. Ich, keine Ahnung. Ja, dann versuch es.
er will nicht. Also, ich glaube, ich will jetzt mal... Augenblick, bleib mal dran. Es war wieder diese neugierige Freundin von Mary. Weiß die was? Nein. Na gut. Was soll ich machen? Es dauert Monate, bis mich hier einer rausgezogen hat. Ann, hör mal. Wo genau bist du? In einem Graben an der 14a. Das weiß ich zufällig, weil ich das verdammte Schild direkt vor der Nase habe. Es hat mir den rechten Rückspiegel abgerissen. An der 14a? Ja. Also eine Nebenstraße. Ach, was weiß ich. Versuch nochmal ihn anzulassen. Vielleicht funktioniert es jetzt ja. Ja. Es geht nicht. Robert, um uns Sünder zu bestrafen. Dem Sünder hier nicht, noch nicht. Ach, lass doch die Bitte. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Na klar, Herr Wichtiger. Ich rufe den Pfannendienst an und sage Ihnen, Sie sollen einen Abschleppwagen schicken. Himmel, Robert, das kann ich selbst. Ich brauche andere Hilfe. Ich bin total geschafft. Ja. Ich habe einen Schock. Schnapp dir irgendwo ein Reparaturhandbuch und komm. Ja. Ich brauche ein paar Streicheleinheiten. Und das bald. Wo an der 14a bist du genau? Woher soll ich denn das wissen? Liebling, ich möchte dir ja helfen, aber du musst schon ein bisschen... Oh, warte mal. Bleib mal dran. Ach, ich warte nicht. Ich bleib nicht dran. Ich brauche Hilfe. Jetzt, auf der Stelle. Oh, bitte, sei doch still. Man kann dich ja hören. Sie sollen mich doch hören, alle. Einschließlich dieser verfluchten Freundin von Mary. Komm jetzt, beruhig dich. Jetzt nimm die Karte und such die 14a. Ja? Hast du sie gefunden? Gleich, Mann. Ann? Hast du? Ihr Liebling, ja. 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 Ann, jetzt geh mit dem Finger in beide Richtungen und such einen Punkt möglichst nahe. An den du dich erinnerst. Ich erinnere mich an nichts. Versuche es. An einer Tankstelle bin ich vorbeigekommen. Ja, was für eine Tankstelle? Eine Tankstelle. Ja, was für eine? Mit Benzin für Autos. Oh mein Gott. Richtig. Wie lange bist du schon auf der 14a? Keine Ahnung. Dann versuch dich zu erinnern. Du musst doch irgendwann abgebogen sein. Von der Straße nach Dorchester? Ja. Von einer Stunde sowas. Dann bist du eine Autostunde von der Ausfahrt nach Dorchester entfernt. Ja, scheint so. Ja, so. Und jetzt fahre ich los. Ja, bitte. Vor 2 Stunden bin ich nicht bei dir. Ich rufe jetzt den Pannendienst an und sage ihm, wo du bist. Ja? Ja. Und wenn die vor mir da sind, dann rufst du mich an und sagst mir, wo du steckst. Oh, danke, Liebling. Es tut mir so wahnsinnig leid, dass ich dich... Robert, Liebling. Robert? Sie sitzen in der Patsche, was? Wer ist da? Tut mir leid. Wer sind Sie? Wer spricht da, bitte? Tut mir leid, aber ich habe gehört, was Sie in Ihr Auto... mobiles Telefon gesprochen haben. Mein eigenes Auto... mobiles Telefon schnappt gelegentlich Gespräche auf, die über andere... automobile Telefone geführt werden. Ja, Ihr Autotelefon schnappt andere Gespräche auf? Ja, ja, ich muss das prüfen lassen. Ich bin kein Lauscher. Sind Sie noch da? Sie haben mitbekommen... was ich gesagt habe? Ja, dass Sie an der 14a im Graben gelandet sind. Ja. Tut mir leid. Ja, schon gut. Ich bin in einer gewissen Not, das stimmt. Kann ich Ihnen helfen? Wo sind Sie? Nicht weit weg. Ich habe gesehen, wie Sie abgeschwirrt sind in den Graben. Ach, waren Sie das, der mich geschnitten hat? Leider, ich gestehe es. Na, danke. Es regnet. Ja, wirklich? Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe über mein Auto
mobiles Telefon mit meiner Mom gesprochen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich habe ein Seil bei mir. Ein Seil? Ich kann Sie abschleppen. Ein paar Meilen weiter gibt's eine Werkstatt. Ich kenne mich hier aus, fahre ziemlich oft in der Gegend herum, den Leuten was verkaufen. Soll ich zu Ihnen kommen? Ich habe ein Abschleppseil. Ja, das haben Sie schon gesagt. Bin ganz nah. Ja. Ich bin in einer Minute bei Ihnen. Ja, oder wollen Sie auf Robert warten? Robert? Vorhin, als Sie sich an Ihrem automobilen Telefon gemeldet haben, sagten Sie Robert, Liebling. Und ich dachte, dass Sie Robert womöglich erwarten. Ach so, Robert. Ja, das stimmt. Oh Gott. Angst? Ach, natürlich habe ich Angst. Ich hasse Gewitter. Ich auch. Erst vor ein paar Minuten habe ich zu meiner Mom gesagt, wie ich Gewitter und solche Güsse hasse. Der Regen war ja auch schuld daran, dass ich sie in den Graben abgedrängt habe. Tut mir wirklich leid. Hören Sie, ich brauche eine Minute und bin bei Ihnen. Mit einem Seil. Ich verkaufe Seile, verstehen Sie? Ich schleppe Sie zu der Werkstatt ab. Ist nicht weit. Sehr freundlich von Ihnen, aber... Dauert nicht lange und Sie saufen ab in Ihrem Graben. Ich kenne das. Ich weiß Bescheid hier. Ihr Graben wird zu einem reißenden Bach. Wirklich? Jedes Mal. Braucht nur eine halbe Stunde so zu regnen. Eine halbe Stunde? Oh ja. Ganze Automobile sind hier schon weggewaschen worden. Das Wasser kommt von den Hügeln darunter geschossen. Sehen Sie sie? Links von Ihnen. Sehen Sie sie? Ja, ich glaube. Tja, und Ihr Graben? Oh mein Gott. Das ist ein extra angelegter Drainagegraben, der die Grundnässe von den Feldern und das überschüssige Wasser von den Hügeln aufnimmt. Ein Drainagekanal schon fast. Und alles andere als ein gewöhnlicher Straßengraben, was? Wie bitte? Und Sie glauben, Sie können mich hier rausziehen, bevor ich in dem Ding ertrinke? Es wäre mir ein besonderes Vergnügen. Wenn Sie links aus Ihrem Automobil heraussehen, werden Sie feststellen, dass das Wasser steigt. Kurbeln Sie das Fenster runter. Stimmt, was? Ja. Ja. Ich komme. Hallo? Ich bin's, Liebling. Ja. Gott sei Dank, dass du unterwegs bist. Musste mir eine Ausrede einfallen lassen, aber ist alles okay. Hast du den Pannendienst verständigt? Nee, ich war gerade dabei. Ich wollte es noch vom Büro aus machen, aber da lungerte ständig diese Freundin von Mary rum. Die steht wahrscheinlich auf dich. Du brauchst nicht anzurufen. Dieser komische kleine Wicht ist im Anmarsch. Er will mich zu einer Werkstatt schleppen. Ein paar Meilen von hier. Welcher komische kleine Wicht? Naja, der Scheißkerl, der mich geschnitten hat. Und der sich noch dazu als ein Automobil-Telefonlauscher entpuppt hat. Er hat uns auf seinem Automobil-Telefon zugehört. Er hat uns zugehört? Naja, nichts von Bedeutung. Er hat nur mitgekriegt, dass ich an der 14a festsitze. Und haarscharf geschlossen, der Schlaumeier, dass er es war, der mich in den Graben befördert hat. Ein drolliger Vogel, aber harmlos. Wenn man mal von seinem irren Fahrstil absieht. Da ist er. Was ist denn? Der macht gerade das Abschleppseil fest. Ja. Hab ich gesagt, kleiner Riese? Du lieber Gott. Der Kerl, der ist ein Riese. Allein die... Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss tanzen. Bis später, ja? Robert? Ja? Du fehlst mir. Komm bald und rette mich. Robert? Verzeihung, ich bin's. Das Seil wäre dran. Bitte lösen Sie die Handbremse Ihres Auto... Mobils. Ja? Jetzt stellen Sie bitte die Räder geradeaus. Wir müssen sie langsam rausziehen. Ja? Achtung, es geht los. Da hätten wir sie wieder auf der Straße. Endlich. Danke, vielen Dank. Ich schleppe sie jetzt in die Werkstatt. Sie steuern ihr Automobil, wie sonst auch. Klar, ja? Ja. Ganz normal steuern. Ja, danke. Ja, wirklich sehr freundlich von Ihnen. Ist mir ein Vergnügen, Ihnen zu helfen. Andererseits nur recht und billig.
Ich habe sie ja in diese missliche Lage gebracht. Das Mindeste, was ich tun kann zur Wiedergutmachung. Ja, trotzdem, die meisten, die hätten das bestimmt anders gesehen. Die wären weitergefahren und hätten mich seelenruhig ertrinken lassen in meinem Drainagekanal. Ich habe Verantwortungsbewusstsein. Wie erfreulich. Andere übrigens auch. Was ist mit den anderen? Kennen ihre Pflichten. Ohne uns Verantwortungsbewusste wäre die menschliche Gesellschaft schon längst vor die Hunde gegangen. Ach ja, ja, ganz gewiss. Ich verdanke mein Verantwortungsbewusstsein meiner Mom. Was sagen Sie dazu? Ja, das finde ich großartig, wenn man sich dankbar zeigt. Mom bedeutet mir alles. Sie hat mir beigebracht, mich selbst ernst zu nehmen. Sehr ernst. Wie bitte? Sie hat Ihnen beigebracht, sich sehr ernst zu nehmen. Ja, was du tust, tue gut, sagt Mom. Das ist richtig. Sind Sie eine gute Innenarchitektin? Woher wissen Sie denn, dass... Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist Rot. Und Ihre? Woher wissen Sie denn, dass... Rot ist auch die Lieblingsfarbe von Mom. Sie würden sich gut mit ihr verstehen. Ich erinnere mich, wie sie mal in der Küche Fleisch geschnitten hat. Mit dem roten Kleid an. Und wie sie sich am Finger verletzt hat und ein Tropfen Blut auf ihr rotes Kleid gefallen ist. Trotz der Schürze. Sie hat mich angelächelt und gesagt, was für ein Glück, dass ich ein rotes Kleid anhabe. Wie, Liebling? Nichts zu sehen. Was für eine Farbe hat Ihr Kleid an? Was für eine Farbe hat Ihr Kleid an, das Sie gerade tragen? Ich trage eine Hose. Und was für eine Farbe hat die an? Rot. Dann sind darauf auch keine Blutflecken zu sehen, wie? Was ist Robert für ein Typ? Bitte? Ihr Freund Robert. Oder ist er Ihr Ehemann? Wir sind nur gut befreundet. Und wie ist er? Ich verstehe Sie nicht ganz. Lieben Sie ihn? Ist das nicht eine etwas persönliche Frage? Doch, lieben Sie ihn? Ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind gute Freunde. Und was hält James von der Sache? Sie haben gelauscht. Entschuldigung. Ich finde, das geht Sie alles nichts an. Entschuldigung. Sie wiederholen sich. Bitte? Nichts. Wie kommen Sie dazu, andere Menschen zu belauschen? Ich habe mich ja entschuldigt. Sind Sie böse mit mir? Allerdings. Bitte nicht. Wenn Mom böse ist mit mir, das halte ich nicht aus. Ich sehe sie da sitzen, in ihrem roten Kleid. Böse mit mir. Bitte nicht, Anne. Wie weit ist es noch bis zu dieser Werkstatt? Nicht mehr weit. Es wird nämlich bald dunkel. Weiß ich. Ich lege jetzt auf. Ich muss noch jemanden anrufen. Gut. Wollen Sie mir versprechen, dass Sie nicht zuhören? Versprochen. Also dann. Also dann. Bitte mach so schnell du kannst. Schleppt er dich ab, der mit den großen Pfoten? Ja, und er ist ziemlich, naja, komisch. Wieso? Ich kann jetzt nicht sprechen. Später. Ja? Ja? Ich frage mich. Ja? Ich meine, woher hat der Mann eigentlich deine Autotelefonnummer? Oh Gott, ja. Oh Gott, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Robert, bitte beeil dich. Es wird dunkel. Und ich habe Angst. Ich fahre so schnell ich kann. Er ruft mich gerade wieder an. Die Lampe blinkt. Dann hört er jetzt wenigstens nicht zu. Robert, der Mann ist sehr, sehr seltsam. Ich traue ihm nicht überm Weg. Behalte die Nerven. Die Werkstatt kann nicht mehr weit sein und ich bin hinter dir. Ach, 2 Stunden hinter mir. Die Lampe blinkt nicht mehr. Ich kann es belauschen. Hallo? Ich habe versucht, Sie zu erreichen, Anne. Sollten Sie nicht tun, mich warten lassen. Ein Automobil abschleppen ist kein Kinderspiel, Anne. Verzeihung. Ja, was machen Sie denn da? Ich biege ab, Anne. Das ist alles. Ja, aber warum denn? Haben Sie die Werkstatt nicht gesehen? Nein. Wir sind gerade dran vorbeigefahren. Die war zu. Zu? Ich habe nichts gesehen.
Weil sie telefonieren mussten. Wohin fahren wir denn jetzt? Ich weiß eine andere. Ein paar Meilen. Auch eine Werkstatt, wo Wagen repariert werden. Ich kenne mich doch gut aus in der Gegend. Weil ich Sachen verkaufe. Hab ich Ihnen schon gesagt, dass ich Sachen verkaufe? Was für Sachen? Seile, Anne. Seile und Stricke. Stricke? Ihr Glück, dass ich immer so viel dabei habe davon. Mom sagt immer, gib einem Mann einen Strick, der lang genug ist, und er knüpft sich auf. Außerdem verkaufe ich Top-Kommunikationssysteme. Wo sind wir? Was ist das für eine Straße? Bedauere, Anne. Keine Ahnung. Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche, aber fragen Sie mich nicht nach Namen. Ist eine schöne Landschaft hier. Wenn es nicht gerade regnet. Bin nicht unbedingt scharf auf Regen, aber er lässt die Dinge wachsen, wie? Habe ich recht oder nicht, Anne? Er lässt die Dinge wachsen. Ja. Ohne Regen sterben sie. Ich habe gesagt, ohne Regen sterben die Dinge. Das stimmt doch, Anne, oder nicht? Grün, alles Grüne mag ich. Ich verkaufe Gartengeräte. Habe ich Ihnen das schon gesagt? Ich dachte, Sie verkaufen... Seile und Stricke? Ja. Und elektronische Top-Kommunikationssysteme? Ja. Und Gartengeräte. Scharfe Schneidewerkzeuge aus Metall. Zum Schneiden von Unkraut. Sagen wir, um den guten Pflanzen zu helfen. Anne? Ja? Ich muss Ihnen was gestehen. Gestehen? In der Stadt. Heute Morgen habe ich beobachtet, wie ein Mann Sie beschimpft hat. Ich war in dem Auto... direkt hinter Ihnen. Das war ein Grobian erster Güte. So einer gehört umgesäbelt. Finden Sie nicht, Anne? Wie Unkraut. Unglaublich grober Mensch. Sie haben das beobachtet? Sie sind mir gefolgt? Ich entschuldige mich. Mom sagt immer, man darf nie die Beherrschung verlieren. Und ich weiß, wie Ihnen zumute gewesen sein muss, als er Ihnen derart grob gekommen ist. Ich wollte Sie trösten. Und Sie sind mir gefolgt? Ja. 2 Stunden lang? 10 Meilen? Ja, ich entschuldige mich. Aber Sie sehen ja, es gab einen Grund. Ich muss jetzt noch mal telefonieren, ja? Hallo? Liebling, wie geht es dir? Gut, hoffe ich. Ja. Mir übrigens auch. Anne? Ich wollte dich wegen des Vorhangmaterials um Rat fragen. Anne, was ist denn? Jetzt blinkt die Lampe. Jetzt kann er uns nicht hören. Robert, das ist ein Wahnsinniger. Er folgt mir seit heute Vormittag, sagt er selbst. Robert, hilf mich! Robert! Robert! Hallo? Anne? Sie? Ja, ich, Ihr komischer kleiner Wicht, der mit den Riesenpfoten, der Seile und Stricke verkauft. Wohin bringen Sie mich? Zu einer Automobilreparaturwerkstatt, Anne. Aber hier gibt es doch weit und breit nichts in dieser gottverlassenen Gegend. Sie glauben mir also nicht. Oh, Verzeihung, natürlich, ich glaube Ihnen. Spielen Sie mir nur nichts vor, Anne. Ich merke es haargenau, wenn eine unmoralische Frau mir was vorzuspielen versucht. Ich unmoralisch? Wieso? Ich weiß, was Sie hinter dem Rücken von James mit Robert treiben. Ihre Mutter weiß es auch. Sie missbilligt ihr Verhalten aufs Schärfste, wie ich, Anne. Kommen Sie denn dazu, über mein Verhalten zu... Sie kennen James nicht, Sie kennen Robert nicht und mit Sicherheit mich nicht. Mein Gott, was unterhalte ich mich überhaupt mit Ihnen darüber? Wir leben in einer Welt, Anne. Was Sie tun, betrifft auf die eine oder andere Weise auch mich. Gut und Böse befinden sich in einem so delikaten Gleichgewicht. Gut und Böse? Wovon sprechen Sie eigentlich? Was maßen Sie sich denn an? Halten Sie, auf der Stelle! Ich möchte auf Robert warten. Ich rufe ihn an und sag ihm, wo ich bin. Ich fahre keinen Schritt weiter. Halten Sie an! Okay, okay, Anne! Machen wir! Oh! Ist Ihnen was passiert? Warum haben Sie nicht gebremst? Ich habe es Ihnen gesagt, dass ich halte. Jetzt hat mein Wagen eine Beule. Robert war einmal. Sie kriegen ihn nicht. Ich habe Ihren Funkkanal belegt. Ihr komischer kleiner Wicht hat Roberts Nummer blockiert. Sie haben kein Recht, mich hier festzuhalten. Ich halte Sie nicht fest, Anne.
Gehen Sie, wohin Sie wollen. Ich habe mir das Handgelenk verstaucht. Mitleid finden können Sie sicher sparen. Mom hat mir über Frauen wie Sie alles Nötige gesagt. Sie können mir nichts vormachen und eine dreckige Sprache haben Sie außerdem. Ich habe alles gehört. Jedes Wort, das Sie gesagt haben seit heute früh. Und Ihre Mom lügen Sie an. Meine Mom würde mir ein paar überziehen, wenn ich Sie so anlüge. Und das haben Sie auch verdient, Anne. Bitte haben Sie Mitleid, ja? Wie Sie mit dem armen James, ja? Und Roberts armer Frau Mary. Von meiner Mom habe ich gelernt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Seien Sie doch ehrlich mit sich. Für Sie gibt's doch nur eins und das ist Ihr eigenes Vergnügen. Es gibt auch etwas wie Rücksicht zwischen Menschen, Anstand. Ah, wie Sie ihn gegenüber Ihrem Mann zeigen, was? Das geht Sie nichts an. Als ich Sie heute früh zum ersten Mal gesehen habe. Bitte, mein Handgelenk, das tut weh. Als ich Sie heute früh zum ersten Mal gesehen habe, war ich hingerissen von Ihrer Schönheit. Ich habe mich auf der Stelle in Sie verliebt. Wie ein Engel sind Sie mir erschienen. Mom sagt immer, warte nur, eines Tages wirst du einem Engel begegnen. Ich habe gedacht, jetzt ist es passiert, als ich Sie sah. Ich bin kein Engel, aber ich bin auch kein Scheusal. Engel sagen nicht Scheißkerl. Sie haben mich Scheißkerl genannt. Engel benutzen keine solchen dreckigen Wörter. Sie haben Mom beleidigt. So über Ihren Sohn zu sprechen, Sie wollten meine Mom treffen damit. Ach mein Gott, davon kann doch keine Rede sein. Gleich fängt es wieder an zu regnen. Bitte, meine Hand. Ist nicht das erste Mal, nicht wahr, dass Sie den armen James hintergehen? Warum tun Sie mir denn das alles an? Vor Robert gab's Richard, habe ich recht? Antworten Sie. James auch. Er hat auch getan, was er wollte. Ewig diese Doppelmoral. Warum soll ich mir nicht die gleiche Freiheit nehmen wie er? Frau Richard, gab's Eric, ja? Und dafür... Ja. Hure. Und wie nennen Sie Männer, die sowas machen? Lena, hilf mir, ich bin einem Wahnsinnigen in die Hände gefallen, an der 14a. Du, pass mal auf, mein Schatz, die Kinder gehen gerade aufeinander los, im Herd brutzelt mir ein Huhn an, ich bin beim Bügeln und ich habe gerade Lippenstift an Franks Hemdkragen gefunden. Und zwar nicht meine Farbe, ich kann jetzt wirklich Lena. Nicht mehr. Ann, ich rufe dich später zurück. Lena! Robert? James, leider nur James, meine Liebe. James, du musst mir helfen. Ich bin nicht weit von der 14a, eine Stunde hinter der Ausfahrt Dorchester. Ich bin einem Wahnsinnigen in die Hände gefallen. Was? Er ist verrückt, James. Ich glaube, er will mich umbringen. Wie kommst du denn darauf? Er ist übergeschnappt, spricht von Seilen und Stricken und Schneidewerkzeugen. Er bedroht mich, er sagt, ich sei unmoralisch. Naja, das ist ja nicht so ganz falsch, oder? James, bitte, ich bin in Gefahr. Ich glaub dir nicht mehr, Anne, leider. Mir erzählen, du müsstest irgendwo dort übernachten. Wir wissen beide, was das für eine Übernachtung ist, nicht wahr? James! Robert? Mutter? Hilfe! Wer hilft mir? Das können Sie lassen, niemand hört Sie, Anne. Ich steig jetzt aus, sieh mir mal Ihr Handgelenk an. Wenn es so ernst ist, wie Sie sagen, bringen wir Sie wohl besser zu einem Arzt. Dann komme ich jetzt also. Ganz ruhig bleiben. An Ihrer Stelle würde ich aufmachen, Anne. Wie soll ich Ihnen helfen, wenn Sie Ihr Automobil verschließen? Nein. Öffnen Sie die Tür, Anne. Nein. Sie sollen aufmachen. Wenn Sie jetzt nicht öffnen, Anne, schlage ich die Scheibe ein mit meinen großen Pfoten. Lassen Sie mich doch bitte.
Bitte gehen Sie! Aufmachen! Nein! Nein! Oh Gott sei Dank. Ich habe die Polizei verständigt. Ich bin losgekommen, Robert. Aber er folgt wo mir. Wo bist du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist irgendwas zu sehen? Schilder, Gebäude, irgendwas? Hen? Oh, Klippen. Klippen. Was? Klippen, mein Gott. Klippen. Klippen. Und denn? Oh, ich konnte gerade noch bremsen. Drüben ist ein Tal ja. Mit einer Kirche im Mondlicht. Gott sei Dank ist es hell. Ich melde das der Polizei. Klippen und Tal mit Kirche. Ich bin gleich wieder da. Ben! Nun sag doch, was los ist. Bist du verletzt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Robert. Gut. Oh Gott, Robert. Robert. Ja. Er hat mich gestreift und ist gegen einen Baum geprallt. Hab keine Angst, Liebling. Die Polizei muss jeden Augenblick bei dir sein. Sie wissen genau, wo du bist. Er ist tot, Robert. Er ist tot. Ich kann ihn sehen. Sein blutverschmiertes Gesicht. Er starrt mich an, Robert. Er hängt aus dem Fenster mit blutverschmiertem Gesicht und starrt mich an, Robert. Ben, ist er bestimmt tot? Sein Autotelefon blinkt. Ich sehe es und er ist tot. Es blinkt und blinkt und er ist tot. Was machst du da? Ich steige jetzt aus. Jemand muss doch rangehen ans Telefon. Das Licht blinkt und er ist tot. Ja, endlich. Mein Gott, was ist los? Sie sollten sie nur ein bisschen erschrecken, verdammt, und nicht umbringen. Was war denn los? Hallo? So antworten Sie doch. Was zum Teufel ist da los? James? Anne? James? James? Ich möchte mich scheiden lassen. Der Lauscher. Hörspiel von Donovan O'Malley. Aus dem Amerikanischen von Hubert von Bechtolsheim. Du hast gesagt, ich habe noch eine Woche Zeit, das Ganze zu klären. Du hast es versprochen, Mutter. Angela Winkler. James, leider nur James, meine Liebe. Burkhard Klausner. Woher hat der Mann eigentlich deine Autotelefonnummer? Ulrich Pleitgen. Ich wusste, Heidi, sie hat schon wieder ihre Milch verschüttet. Marion Breckwoldt. Dass meine Tochter zu einer Ehezerstörerin wird, das lasse ich nicht zu. Gerda Katharina Kramer. Verdammt nochmal! Haben Sie keine Augen im Kopf? Hans Irle. Warum haben Sie nicht gebremst? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich halte. Klaus Schreiber. Jetzt hat mein Wagen eine Beule. Technik. Brigitta Eggert und Johannes Kutzner. Effekte. Gerd Bessler. Assistenz. Gabriele Roosch. Regie. Hans Rosenhauer. Nein! Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1991.